Der Mund eines Mädchens sah so angeknabbert aus. Als man die Brust aufbrach, war die Speiseröhre so löchrig. Schließlich, in einer Laube unter dem Zwerchfell, fand man ein Nest von jungen Ratten. Ein kleines Schwesterchen lag tot. Die anderen lebten von Leber und Niere. Das kalte Blut und hatten hier eine schöne Jugend verlebt. Und schön und schnell kam auch ihr Tod. Man warf sie allesamt ins Wasser. Ach, wie die kleinen Schnauzen quietschten.